Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, ich darf euch einen wunderschönen ramontischen Abend im ramontischen Licht wünschen. Die Patch Notes 8.5 sind da und da gibt es natürlich wieder viele Änderungen, da freue ich mich immer besonders drüber. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Kaiser wird morgen, also am Mittwoch quasi, auf die Server kommen. Da freuen sich wahrscheinlich schon einige drauf. Ich denke, dieser Champion ist tatsächlich relativ gebalanced. Ich denke, einige werden übel zacken, einige werden richtig krass abgehen. Müssen wir mal schauen, wie sich dieser Champion noch entwickelt, aber ist auf jeden Fall cool. Dann geht es weiter mit Asia. Asia hat aktuell eine Winrate von 46%, das ist katastrophal und trotzdem wird dieser Champion genervt. Ich habe schon ewig aufgehört, diesen Champion zu spielen. Ich glaube, er ist auch im tieferen Elo-Bereich, sagen wir mal so bis Diamant die Richtung, relativ schwach, sag ich jetzt einfach mal. Ich spekuliere, ja, weil er die Winrate muss ja irgendwo herkommen, ja. Aber ich denke, dass er gerade im Competitive-Bereich und in High-Elo, vielleicht so Challenger, bin ich nicht, oder High-Elo generell, deswegen kann ich es nicht genau sagen, sehr, sehr stark und immer noch ist und deswegen will man ihn weiterhin nerven. Ja, das heißt, sein Early-Game-Damage wird genervt, aber auch sein Late-Game-Damage. Hier geht es aber vor allem darum, dass Asia ein Champion ist, der im Late-Game extrem krass skaliert und dich aber im Early-Game aus der Lane rausdrückt durch seine Q und da will man den Gegner ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, weshalb man den Q... Sorry, Damage hier etwas reduziert. Ja, ich komme gerade vom Sport, ich bin noch komplett K.O. hier. Ja, bei Galio geht es weiter. Auch ein Champion, den ich nicht besonders mag, muss ich einfach ehrlich sagen. Dennoch gibt es auch hier Leute, die ihn sehr, sehr gerne spielen. Ich habe ihn nicht so gerne im Team. Seine Q kostet jetzt 130 Mana, noch schon 5. Das ist echt viel, muss man sagen. Allerdings im Early Game noch relativ gediegen, relativ gleich geblieben. Und der Cooldown wurde auch um 2 Sekunden erhöht. Also ich persönlich finde das schon ziemlich hart, weil... Die Q ist ja sein Main-Spell, wo er die ganze Zeit mit Druck aufbaut und vor allem, wo sein Hauptdamage herkommt. Ja, da ist ja auch sehr, sehr viel prozentualer Schaden mit drin. Und wenn das Ding 2 Sekunden mehr hat, dann ist das schon fies, muss man sagen. Bei Jhin geht's weiter. Jhin kann aktuell nicht so richtig connecten, ja, zu den anderen AD-Carries. Der ist einfach... Ja, Jhin braucht immer so diese Extra-Wurst. Er braucht Lethality-Items, er braucht immer andere Sachen, ja. Und deswegen will man ihn hier so ein bisschen buffen. Das Ding ist, dass seine Passive jetzt bessere AD-Prozentual-Scalings hat. Das heißt, wir haben am Ende eine Verwertung von 44% Total Attack Damage. Das ist ziemlich krass tatsächlich. Seine Granate kriegt ebenfalls 10% Total Attack Damage. Das ist ebenfalls krass. Und seine W kann ja den Gegner routen, wenn man ihn geoutedet hat, wenn der... Verbündete, irgendjemand da ein CC drauf gemacht hat oder irgendwie ein Auto-Hit oder irgendwie sowas. Damage vom Verbündete, genau. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass ebenfalls, wenn er seine Q drauf macht und durch seine Ultimate vor allem wird hier geschrieben. Das heißt, wenn du die Ultimate drauf schießt, ist die Markierung drauf und du kannst den Gegner direkt nach der Ultimate routen. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool, weil der Gegner ja auch noch geslowed ist. Ist eine nette Mechanik und vor allem mit den AD-Scalings wird ihnen das insane helfen. Finde ich gut. Finde ich top. Das Problem hierbei ist nur, irgendwann, wenn dann wieder Items für Jhin attraktiv werden, ja, irgendwelche Lethality-Items oder neue Items, was weiß ich, dann rastet der halt komplett aus, ne? Aber bis dahin ist vielleicht noch ein ferner Weg. Nocturne. Bei Nocturne geht es direkt weiter. Bei Nocturne haben wir auch schon in den PB-Änderungen ein bisschen drüber gesprochen. Die wurden leider nicht übertragen, sondern andere Änderungen, die aber auch ziemlich cool sind. Und zwar seine Passive. Ja, da dreht er sich ja immer und heilt sich und macht zusätzlichen Schaden. Das Ding wird jetzt erstmal etwas verändert und zwar skaliert das pro Level. Ja, das heißt, mit jedem Level, vorher war es nur bei 11, 7 und 13. What the fuck? Ihr passt irgendwas nicht. Normalerweise ist das immer 1, 7 und 13 soll das wahrscheinlich heißen. Und... Das ist halt cool, da heißt es Geld jetzt mit jedem Level. Das ist ein bisschen, ja, ist einfach ein bisschen schöner. Außerdem ist es im Late Game bei 40 anstatt bei 26. Und gegen Champions resettet das ja. Das heißt, hier ist man, wenn man Outlet auf dem Champion macht. Und das resettet jetzt um 2 pro Hit. Ist ziemlich cool, könnte sogar echt OP sein, sogar ein bisschen. Also darf man nicht unterschätzen, würde ich sagen. Die Q hat ebenfalls jetzt 200 mehr Missile Speed, das heißt, das Ding fliegt etwas schneller. Was bei der W ebenfalls cool ist, ist, dass man die jetzt anmachen kann während der Ultimate. Wenn du die jetzt angemacht hast während der Ultimate und dann drauf geflogen bist, dann kann es sein, dass du angekommen bist und das Schild schon ausgelaufen ist. Jetzt ist es so, dass während du noch auf den Gegner zufliegst, die W quasi die ganze Zeit aktiv bleibt. Ja, die wird die ganze Zeit refreshed und du kannst auf den Gegner schön drauffliegen, vorher im Flug die W anmachen und hast deinen Kopf frei für andere Spells. Ja, musst dich dafür tasten. Ich meine, so viel muss man nicht machen, aber es ist eine schöne Änderung. Das Schönste, was hier gemacht wird, was auch ein bisschen OP sein könnte, ist Blackout. Ja, das heißt, dass, wenn du die Ultimate machst, der Gegner jetzt 6 Sekunden lang alle Gegner nichts mehr sehen können. Finde ich echt krass, muss ich ehrlich sagen. Ja, also 4 Sekunden... überlebt man meist. Ich meine, ab und zu gibt es ja Teams mit Gehirn, dann du musst einfach nur pingen. Ne? Wenn du pingst, hier ist Action, ja, dann sieht man das, dann weiß man, was gerade Sache ist. Aber 6 Sekunden ist echt krass, das könnte super stark werden. Olaf ist ein Champion, der im Late Game übelst droppt und nicht mehr so richtig geil ist, wobei...
das ist ein Champion, der einfach Full Tank geht, aber trotzdem super viel Schaden macht, so in die Richtung wie Volibear, aber im Late Game droppt er schon, das stimmt, weil er einfach, er hat halt kein CC, er hat nur drauflaufen, ne? Bei ihm wird also folgendes gemacht, seine E hat jetzt weniger Cooldown, das ist das mit dem True Damage, skaliert außerdem mit Total Attack Damage, ist immer geil, aber hat es vorher auch schon, aber um 10% mehr. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist seine Ultimate. Das sieht jetzt erstmal nach einem krassen Nerf aus, ja. Das heißt, wir sehen, hey, vorher hat er 40 Flat AD bekommen, jetzt bekommt er 15. Und später hat er auf Stufe 3 80 bekommen und jetzt 25. Dafür skaliert es allerdings mit 30% seiner Total Attack Damage, ja. Was das im Endeffekt bedeutet, das bedeutet auf Stufe 3, wenn ihr 200 Total Attack Damage habt, das kriegt man relativ einfach zusammen, ja. Da zählt dann die normale AD rein, auch Black Cleaver ist ein Core-Item auf Olaf. Dann kommt ihr sehr, sehr schnell bei 200 AD quasi auf diesen Wert. Ja, alles, was über 200 AD geht, habt ihr zusätzliche Attack Damage. Das ist echt nice. Vor allem, wenn ihr dann noch sowas wie Baron reinkriegt, noch einen Pot oder sowas, das skaliert da alles rein. Das ist also auf jeden Fall ein Buff. Im Early Game kann es vielleicht sein, dass es mal ein Nerf ist, wenn ihr gerade Level 6 seid. Aber ich denke, das wird man noch überleben. Rengar. Mit Rengar, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich habe nur gesehen, dass alle meine Rengars in meinen Games sucken. Ja, das heißt, ich habe ihn sowieso immer... Eigentlich habe ich jetzt immer Volibear gebannt. Scheiß auf Rengar. Aber ja, ich sag mal so, er ist, glaube ich, wirklich zu schwach. Aber das Problem ist, dass viele ihn auch immer noch diese Full-AD-Variante spielen. Und ich glaube, der richtige Rengar, viele gute Rengar spielen gerade auf Bruiser-Tank-mäßig, ja. Was wird bei ihm gemacht? Also, wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, weil ich... Also, wie die Auswirkungen sind, weil ich ihn noch nicht gespielt habe, bin ich ehrlich. Aber was wird gemacht? Seine Ferocity fällt jetzt nicht so schnell ab, nach nicht 6 Sekunden, sondern 8 Sekunden ist. Das ist ziemlich nice. Only the spell used to gain full Ferocity is locked out. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das bedeutet, dass wenn du jetzt deine Q benutzt, um die full Ferocity zu bekommen, du jetzt deine Q danach direkt nicht benutzen kannst für 0,1 Sekunden. Was soll das bringen und wofür ist das? Ich denke, das ist dafür, um eine Triple Q oder eine Burst Q Kombination ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, das heißt, dass du nicht die ganze Zeit Q spammen kannst, sondern da wirklich diese kleine 0,1 Sekunden, was nicht viel ist, aber du hast diesen kleinen Delay da drin, dass du es halt nicht extrem durchspammen kannst. Ja, ist ein bisschen, finde ich, ist, wenn es das ist, was ich denke, dann ist es wirklich eine gute Änderung. Seine Q macht jetzt etwas mehr Schaden, skaliert auch etwas besser, das ist auf jeden Fall nice. Bei der E ist es nett gemacht, dass du jetzt ein Buffering drin hast. Buffering ist so, dass du, das heißt, wenn du deine E benutzt, die Bola wirfst und dann während der Bola, während der Animation, der wirft ja so die Kette so Beyblade-mäßig, so Beyblade, bam, bam, ne, dann, und deine Q und W drückst, dann spam, er kann sie ja noch nicht direkt benutzen, weil du noch deine Cast-Zeit hast, aber er benutzt sie dann instant danach. Das ist cool gemacht auf jeden Fall, das ist was Schönes, das ist was Smoothes, das ist immer so, dass sich das alles ein bisschen schöner anfühlt, das Gameplay, ne. Ansonsten Thrill of the Hunt, das ist auch eine nette Änderung. Bei seiner Ultimate ist es nämlich so, du siehst ja das Ziel, was du angreifen willst und wenn du draufgesprungen bist und das Ziel in diesem Moment in den Busch gelaufen ist, dann hast du die Vision verloren, das, beziehungsweise sobald du losgesprungen bist, ist die Vision weg und jetzt ist es so, dass die Vision so lange hält, bis der Sprung aufs Ziel, ja, vervollständigt ist. Das sind alles Änderungen, die finde ich absolut okay. Ihr wisst, ich mag Rengar nicht, aber ich bin ein fairer Mensch, das ist okay. Aber ich werd demnächst auch nochmal Rengar spielen und dann schauen wir uns mal an. Ja, Ryze. Na, kommen wir zu Ryze, meine Freunde. Ryze ist ein Champion, der, ich möchte nicht lügen, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich denke, dieser Champion wurde, glaube ich, schon 20 Mal verändert. Dieser Champion, also dieser Ryze, nicht die gereworkten Ryze. Auf Lebenszeit wird Ryze schon bestimmt 80 Mal geändert oder so, aber es, also, holy shit, ne? Im Prinzip, was wird gemacht und warum? Erstmal ist es so seine E, der Spellflux. Das ist ja sein Wave Clear. Und hier sagt man, dass der Unterschied zwischen guten Ryze-Spielern und schlechten Ryze-Spielern zu hoch ist. Das heißt, wenn du mit deiner E auf einen Minion, auf einen Low-HP-Minion ballerst, dann ist es ja so, dass es sich verteilt. Und das ist mehr oder weniger auch dein Wave Clear. Und wenn du es allerdings nicht triffst und die E da drauf fliegt und das Minion nicht killt, dann hast du kein Wave Clear und dann hast du eine E verkackt. Und deswegen erhöht man den Schaden im Early Game um 20. Ja, dass es ein bisschen einfacher ist. Allerdings ist es im Late Game gleich und der Spread Damage wird um 50% halbiert. Das heißt, der Wave Clear von Ryze ist halb so stark. Sein Early Game leidet enorm darunter. Und ich meine, okay, er hat etwas mehr Schaden auf den Gegner, aber ich denke nicht, dass sich das hier wirklich lohnen wird. Außerdem wird seine Ultimate nochmal verändert. Jetzt werden natürlich, erstmal sagen wir, was passiert. Die Ultimate hat jetzt auf jeder Stufe 180 Sekunden. Das sind 3 fucking Minuten. Ja, eine Kartus Ulti hat auf Stufe 1 180 Sekunden, irgendwie so in dem Dreh. 180 Sekunden ist unendlich lange. Das ist insane. Das ist GG.
Ja, jetzt werden natürlich viele sagen, ja, ich benutze die Rise Ultimate eh nicht, das ist gar nicht so wild, das ist, interessiert gar nicht. Grundsätzlich ist das erstmal eine Nerf für den Competitive-Bereich. Die Ultimate ist extrem gut für Engages, für Disengages, für richtig gute Powerplays, ja, wo du irgendwie dann zum Bot-Inhib mit deiner Ultimate hingehst oder irgendwelche Sachen, gerade wenn du dich absprichst. Im Solo-Queue ist sie wirklich tatsächlich nicht so gut, sind wir ehrlich, aber man muss sagen, in einigen Situationen wird sie das Game gewinnen und in einigen, und wenn du sie halt nicht, also sie könnte das Game gewinnen, vielleicht sagen wir mal in 2 von 10 Games im Solo-Queue, wird sie richtig geilen Effekt haben, aber sie wird jetzt auf Cooldown sein, ne, weil sie einfach 180 Sekunden hat, also ich würde den Nerf ehrlich gesagt nicht unterschätzen. Ich finde es schon krass, 180 Sekunden. Das ist insane. Ja, und da stellt sich mir wirklich die Frage, wann kommt das fucking Rise Rework? Ne? Dieser Champion ist nicht Rework oder die... Was soll ich dazu sagen? Der wird schon 100 Mal geändert. Das kriegt Riot nicht in den Griff. Das geht nicht. Aber wie kann es denn sein, dass ein Champion, der immer wieder gereworkt, es ist immer Rise, ne? Das, ich meine, wenn sie diesen Champion reworken, dann verändern sich ja sein komplettes Kit mehr oder weniger. Es ist der Rise hier hat, abgesehen davon, dass er blaue Kugeln durch die Gegend wirft, eigentlich wenig mit seinen alten zu tun. Also schon ein bisschen, aber die Mechanics sind doch schon deutlich anders, muss man sagen. Und trotzdem ist es immer wieder so, dass er nicht balancebar ist. Es geht einfach nicht. Ja, also da frage ich mich nur, wann das Rework kommt. Shyvana's Attack Damage wird etwas erhöht pro Level, das ist ganz nett. Garna ist aktuell OP und deswegen wird seine Stun Duration jetzt wieder reduziert. Das ist immer noch ein Bonus, muss man sagen, denn vorher war es bei einer Sekunde, dann auf 1,5 und jetzt bis 1,25. Das ist ganz nett. Swain finde ich immer cool, ich mag diesen Champion. Swain's Q hat jetzt im Early Game weniger Cooldown, Late Game ist gleich, seine W hat etwas größeren Radius, das ist nett. Bei seiner E, das ist echt cool, das ist mir übel aufgefallen letztens. Und zwar hat das Ding, was man wirft, einen größeren Radius, als es eigentlich den Gegner ranzieht. Ja, das ist saukomisch beschrieben jetzt von mir, aber so ist es auf jeden Fall. Ja, es ist einfach ein Buff. Nimmt das einfach so hin, es trifft den Gegner besser. So, und bei seiner Ultimate ist jetzt so, dass die Ultimate, wenn ihr Demon Flare macht, also diese Power Nova, dass sie dann quasi durch Champions durchgeht. Ja, wenn zwei Champions hintereinander gehen, dann ballert das durch die Champions durch, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Tristanas Early Game wird etwas genervt, das heißt, sie hat im Early Game etwas weniger Range. Das ist, denke ich, absolut verkraftbar. Sie ist auch sehr, sehr stark im Early Game. Sie ist ein Champion, der ist sehr stark im Early Game, aber auch sehr, sehr stark im Late Game. Das ist echt ein bisschen ungesund, muss man definitiv sagen. Ansonsten haben wir noch bei der W, der Rocket Jump, der ist ein bisschen schwächer im Early Game. Tristana ist aber auch absolut einer der besten ADKs im Moment. Kann man von Twitch nicht zwingend sagen, ich finde Twitch ist immer OP eigentlich, aber Twitch wurde hart genervt im letzten Patch. Also schon relativ hart und deswegen geht man jetzt hier wieder ein bisschen zurück, gibt seine E wieder ein bisschen mehr Base Damage. Ist auf jeden Fall ganz nett, kann man mit leben. Wo ich nicht mitleben kann und was ich auch nicht verstehe, ehrlich gesagt, ist Volibear. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Also was ich verstehe ist, oder was ich nicht verstehe, ist Spanisch, Koreanisch und das. Ne? Also what the fuck, ne? Volibear ist gerade der, glaube ich, am most brokenste Champions, den es in LoL gibt, ja. Er ist super tanky, ultra einfach zu spielen, du kannst an den Champion nichts verkacken, er geht full tank und tötet dich trotzdem. Und was wird genervt? Seine E, sein komisches Brüllen, slightly increased the speed, ja, das heißt, die Gegner fliegen jetzt schneller weg, ja, ist ein bisschen, aber dafür ist die Duration, sie fliegen nicht so, also, ja, sie fliegen nicht so lange weg, dadurch quasi, ne? Dadurch, dass sie schneller weggeschubst werden, sind sie auch nicht so lange im Knockback quasi. Ist also im Endeffekt Nerf. Klingt jetzt aber erstmal so nach einem Nerf, so von wegen, hey, interessiert uns nicht. Also, keine Ahnung. Also, es kommt gleich noch ein Nerf, der Volibear betreffen wird, den müssen wir uns anschauen. Aber, holy shit, der Champion hat 55% Winrate. Das ist absolut beyond insane. Das ist GG. Ja, Zoe ist auch GG und zwar wurde sie im letzten Patch nämlich zerstört, die letzten Patches, ja, der Q-Damage ist ja so, dass dieses Problem an Zoe, dass es sich einfach richtig fies anfühlt und ich glaube, hier hat Riot ein gutes Mittel gefunden erstmal, das heißt, die Attack Range wird etwas erhöht, der Q-Damage wird super krass erhöht, ja, das heißt, später von 105 auf 150 ist super nett, Ability Power von 0,2 auf 0,6 ist ebenfalls ein krasser Buff, ja, was jetzt aber sehr, sehr wichtig ist, ist, dass das Ding hier More Damage, ja, ist ein neuer Effekt, der ist drauf, skaliert jetzt mit dem Level. Das heißt, du hast auf Stufe 1 7 Damage dazu. Du hast also nicht 45, sondern 52. Ist cool. Und im Late Game hast du nicht 150, sondern 200 statt 105. Plus mehr AP-Scaling. Was ist das und warum ist das so? Ich erkläre euch das natürlich gerne. Denn man hätte ja auch sagen können, warum erhöhen sie nicht gleich hier den Schaden?
Das ist deswegen, dass wenn du diesen Spell komplett durchmachst, auf Level 9 hast du 5 Punkte hier drin, hast du gerade mal irgendwo hier den Damage. Irgendwo, keine Ahnung, hier Level 9, weiß ich nicht. Irgendwo hast du also plus 24. Du hast also hier irgendwie 174 Schaden. Und es skaliert quasi mit dem Level weiter hoch, ja. Du hast also nicht sofort die volle Power von dem Q, sondern es wird immer noch, während du hochlevelst, etwas stärker. Ja, vorher war es einfach so, du bist Level 9 geworden und deine Q hat alles aus dem Leben ge-one-shottet. Ist jetzt ebenfalls sehr, sehr stark, braucht aber ein bisschen, um zur vollen Stärke zu kommen. Finde ich, ist eine coole Änderung. Hier sind noch so kleine Komfortsachen. Ansonsten, ja, die W hat jetzt die gleiche Range wie die Auto-Hits. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Macht etwas mehr Schaden und besseres Scaling. Ja, Zion wurde ja quasi auch komplett OP. Na, das hier ist zum Beispiel eine gute Änderung. Zion ist komplett insane, aber wegen einem Bug. Und der Bug wird gefixt und ich denke, dann ist er nicht mehr ganz so krass. Ban of Command ist ebenfalls eine Sache, die an Zion gerade ziemlich krass ist und zwar, oder generell auch, ne? Das ist nämlich super heftig mit dem Baron-Buff zusammen, wird jetzt quasi entfernt, der Effekt. Ist also nicht mehr so stark gegen Türme, ja? Die haben vorher zusätzlichen Schaden an Türme gemacht mit dem Ban of Command. Ist jetzt reduziert. Ja, hier haben wir Enchant Cinderhulk. Ja, das Ding gibt jetzt noch 15% Bonus-Health. Das ist genau das, was ich meinte. Was Volibear ebenfalls nerven wird. Auch viele andere Tank-Jungler natürlich, aber ich glaube nicht, dass, also es wird Volley nerven und natürlich viele, viele andere, aber ich glaube nicht, dass das genug ist, ehrlich gesagt. Könnt mir ja gerne eure Meinung sagen, vielleicht bin ich auch falsch, aber ich glaube nicht. Vielleicht bin ich falsch? Nein. So, Hextech GLP ist komplett useless aktuell, baut eigentlich so gut wie niemand. Kann ich auch wirklich nichts mit anfangen. Ich fand den alten Hextech GLP noch ein bisschen besser, das ist so diese Variante mit der HP drin. Ja, auf jeden Fall macht das Ding jetzt mehr Schaden, hat etwas weniger AP-Scaling und mehr Slows, also für gerade Utility etwas geiler. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt interessanter wird. Müssen wir mal sehen. Warmox geht etwas mehr, braucht jetzt etwas mehr HP, um diesen Effekt auszulösen. Ja, er braucht 3000 HP. Ist ganz okay, weil in letzter Zeit wird sehr, sehr viel Warmox gebaut. Turrets machen jetzt mehr Schaden an Melee-Minions. Ja, dadurch, dass dieser Effekt weggenommen wurde, dass man zusätzlichen Bonusschaden beim Last-Hitten hat, haben einige Champions das sehr, sehr schwer, vor allem Caster ohne AD unterm Turm zu Last-Hitten. Und jetzt ist es ein bisschen einfacher quasi. Ja, der Cloud Drake wird ebenfalls verändert und zwar gibt er jetzt statt einen Flat-Wert von 25 Combat Out of Combat Movement Speed, gibt er jetzt 2% Movement Speed pro Stack und das Ganze wird verdreifacht, wenn Out of Combat. Also ich denke, wenn ihr so 2-3 Air Drakes habt, Out of Combat wird euch ein Hackerin komplett in eure Bude reinrennen und ihr werdet einen Atompilz vorhin auch sehen. Also es wird, glaube ich, für Champions, die richtig, richtig schnell sind, profitieren natürlich deutlich mehr davon, weil es ja prozentual ist. Das wird für Talon auch übel geil sein. Also das ist schon definitiv nice. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu den Runen. Das heißt, Precision plus Domination gibt ein bisschen mehr ein bisschen mehr Stats. Relativ uninteressant. Press the Attack, das ist sehr, sehr interessant. Gibt mehr Early Game jetzt wieder. Wurde ja im letzten quasi erst genervt. Wird jetzt wieder ein bisschen zurückgerudert. Fleet Footwork ist eine Rune, die einfach extrem stark auf der Botlane gerade ist. Und die einzige, ja, Situation, das zu countern, ist ebenfalls Fleet Footwork zu gehen und deswegen sagt man sich hier, okay, hey, der Heal wird reduziert gegen Ranged. Also das heißt, wenn ein Ranged Champion das benutzt, wird es reduziert. Das heißt, ihr Yasuo-Spieler, ja, ich habe mich ja jetzt ein bisschen mit Yasuo auseinandergesetzt, kann sagen, es ist nur für Ranged Champions, ihr könnt es weiter nutzen, es ist alles cool. Und ich glaube, ich würde es auf Yasuo auch immer nehmen. Also fast immer, ich glaube schon. Ne? Aftershock finde ich sehr, sehr cool, hat jetzt 15 Sekunden mehr Cooldown, weil Aftershock, hier steht auch, wenn Aftershock activates, you can't kill its user. Und das fuckt mich übel krass ab. Und das Zeitwindow, bis es wieder ready ist, ist so kurz, dass sogar eine Minion Wave nicht mal, also die Minion Wave ist noch nicht mal da und da hat er schon wieder das Zeug ready. Ne? Das ist komplett GG. Mana Flow has a Cooldown Indicator, das habe ich schon seit, ich weiß nicht warum, das brauchte ich schon seit 30 Patches, ne? Ich weiß gar nicht, warum das jetzt erst kommt, das hätte ich schon 100 Mal habe ich das schon angekreidet, ne? Dass du einfach nicht weißt, wann dein scheiß Mana Flow ready ist, vor allem, weil es einfach einen Cooldown von 50 Sekunden oder sowas hat. Ja, ansonsten Loot Changes, das ist bestimmt noch interessant für einige, und zwar Hextech Boxen, ja, Hextech Boxen werden jetzt immer Champion Shards droppen, die 4800 Blue Essence wert sind. Ja, das heißt, ihr bekommt keinen billigen Scheiß Champions mehr daraus. Außerdem ist es so, wenn ihr einen Ward Skin bekommt, dann kriegt ihr ebenfalls 150 Orangen Essence. Ultimate und Mythic Skins, ich weiß jetzt nicht, was Mythic ist, ob das diese Legacy Skins sind oder so, Mystic, keine Ahnung. Die braucht ihr jetzt nicht mehr für Orangen Essence upgraden. Die kriegt ihr automatisch. Ja, sobald ihr einen Ultimate Skin aus einer Kiste bekommt, habt ihr den. Das ist komplett gegeben, weil die sind ja ultra krass teuer gewesen. Ist super, super nett. Also ihr müsst wahrscheinlich den Champion halt haben, ne? Aber das ist dann schon cool. Ansonsten, Champion Mastery kostet jetzt ein bisschen weniger. 800 blaue Essence weniger für Level 6 und 950 für blaue Essence für Level 7. Ist definitiv sehr, sehr nice. Resistance Illaoi wird ebenfalls kommen. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen und tschüss.